Servus, mein Fallfeger. Heute quatschen wir ein bisschen über Raid 5 Solo. Und ich zeige euch mein Team, mit dem ich Raid 5 mache und gebe euch so ein paar Sachen mit auf den Weg, die für Raid sehr wichtig sind. Also, Team sieht folgendermaßen aus. Hier seht ihr das. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal rein. Und währenddessen das Ganze hier so abläuft, zeige ich euch die Runen und sag, worauf es ankommt. So, also wir gehen mal von links nach rechts durch. Wir haben Xiang Fei mit Doppel, wie ist das, Entschlossenheit, genau, und Wächter mit Defense, HP, nicht gemaxt. Was ich aber im Vorfeld sagen möchte, ist, maxt eure Runen auf jeden Fall im Raid. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Gerade sowas hier sollte man auf jeden Fall nicht tun. Ist mir auch gerade erst aufgefallen. Siehst du mal. Skill-Ups sind auch durchaus sehr zu empfehlen. Und was für Raid ebenfalls sehr, sehr gut ist, um zusätzlich nochmal ein bisschen Stats rauszuholen, sind Artefakte. Also ich kann euch auf jeden Fall sagen, Artefakte machen hier einen sehr, sehr großen Unterschied. Und maxt eure Runen, maxt eure Artefakte. Haut Artefakte rein und ihr kriegt nochmal so ein bisschen Boni-Stat on top. Es ist, by the way, kein Speed-Team, also kein BJ5 oder sowas, also kein 30-Sekunden-Run pro Runde. Das sei im Vorfeld dazu gesagt. Ich habe da nicht so die fiese Matetten dazu, mir die Runen-Requirement und sowas mit zu holen, weil das sind durchaus sehr gute Runden, die man da braucht. Ich bin lieber so ein bisschen, na, ihr wisst das ja, ein bisschen langsamer und dafür safe. Aber trotzdem dauert es eigentlich gar nicht so lange mit roundabout 2 Minuten pro Run. Ist in Ordnung. Darion sehr, sehr gut für Frontline wegen seinem passiven Skill. Problem ist, der braucht halt auf jeden Fall Resistance. Ne? Da braucht man auf jeden Fall mehr. Also da sollte man schon an die 80%+ an Resistance reinkommen. Wusste gar nicht, dass er bei mir so wenig hat. Mit HP, Defense, HP. Dass er halt gut HP hat, gut Defense für Frontline. Dann Hua habe ich als Leader Skill mit. Und ebenfalls wegen dem ATK-Balken Reduktionsskill, dass der Boss halt nicht so schnell angreifen kann. Viovilla, Speed, nee, Blade. Speed, Crit Damage Attack, natürlich auch nicht gemaxt, aber mit Artefakten. Dann ganz, ganz wichtig, zum Beispiel Colleen und andere Heal-Blocker. Da werde ich dann in dem anderen Team nochmal drauf zu sprechen kommen. Heal-Block ist dein absoluter Freund hier im Raid. Natürlich Debuffs. Du brauchst natürlich auch so Leute wie Crow und sowas, die Damage based on den Debuffs des Bosses machen. Okay, wir haben hier schon die erste Runde geschafft. Das hat jetzt gedauert, 2:46, okay. Haben sie vorhin schon mal schneller geschafft, aber Schwamm drüber ist okay. Auf jeden Fall brauchen wir Heal-Block. Und den haben wir mit Colleen auf jeden Fall dabei. Speed, HP, HP. Im Backline auch mit Artefakten. Dann Crow mit, dem fehlt sogar noch was. Zornklinge, Attack, Crit Damage, Attack. Also einfach nur Damage Build. 230 Crit Damage, knallt schon ordentlich rein, wenn er gut Debuffs hat und ein Crit. Aber dafür haben wir ja Hua als Crit Rate Lead. Also nochmal 19% und top. Macht schon mal was aus. Und absolut Lulu, ziemlich geil. Cleanser und nochmal Heal. Also Cleanse ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut im Raid. Kann ich euch nur empfehlen. Deswegen, ich habe jetzt versucht, so ein bisschen auf Free-to-Play zu gehen oder beziehungsweise auf so Ausweichvarianten statt Nat 5s. Und deswegen, Lulu kann ich absolut empfehlen in der zweiten Erwägung. Ich glaube, jeder hat mittlerweile Lulu und auch gemaxt sogar. Das kommt sehr selten vor. Aber keine Artefakte. Also ihr merkt, irgendwas fehlt immer. Speed, HP, HP. Ne? Aber Lulu macht einen sehr, sehr guten Job. Und als Cleanser mega, mega gut. Dann kommen wir zum zweiten Team. Da haben wir Lorraine als Attack Leader drin in der Frontline. Die hat jetzt nicht so viel
Defense, aber wir haben vorne 4 Leute, glaube ich, stehen, ja. Wir haben 4 Leute vorne stehen, das heißt, der Damage teilt sich ja auf. Speed, HP, HP. Dann Bella mit Speed, Defense, HP. Mit Doppel, nee, mit Schild, Wächter und Fokus, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich keine Vio-Ruhen übrig hatte, keine Artefakte. Gut Defense, wir haben einen Heal mit Angriffsbalken-Push. Sehr, sehr geil, auch als Free-to-Play-Monster ist Riley. Kann man sich ganz leicht fusionieren, Leute. Kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Du hast irgendwie immer irgendwas. Du hast einen Heal, du hast Immunity, du hast Cleanse von einem schädlichen Effekt. Und wenn die halt proct, hast du gefühlt immer irgendwas am Start. Sei es Attack-Buff, sei es Immunity, sei es Heal oder sonst was. Also mit Riley hast du irgendwie immer irgendwas da, was dir auf jeden Fall weiterhilft. Deswegen kann ich Riley für den Raid absolut empfehlen. Fusioniert euch Riley. Vio-Wille, Speed, HP, HP mit Artefakten und sowas, die halt eher so noch ein bisschen zusätzlich Damage. Und hier ist es die Erholung. Dritte Fertigkeit, Erholung, ne? Die macht ja durchaus, macht ja durchaus Sinn. Fran, Vio-Wille, Speed, HP, HP, einfach für den Single-Target-Cleanse und für Immunity für Baelicker. Zum einen hast du mit dem AoE nochmal zusätzlichen Stack für Baelicker und zum anderen hast du Attack Break, was natürlich auch sehr, sehr geil ist im Raid. Ne, also wo wir wieder beim Punkt Debuffs wären, also Attack Break, Speed Break, Heal Block, Death Break und sowas, das willst du alles hier haben. Und deswegen hast du, oder habe ich jetzt Fran hier mit, obwohl die eigentlich jetzt so gar nicht so viel Sinn macht im Raid, weil du eigentlich nicht so Leute haben willst, die Immunity, Shield und sowas machen, deswegen auch kein Wusa oder sowas. Du willst halt eigentlich eher Cleanser dabei haben, wie Riley, wie Lulu zum Beispiel. Aber, lol. Was ist denn jetzt hier, RNG oder was? Willst du stattdessen sowas dabei haben? Dann auf jeden Fall Ken, beziehungsweise kannst du auch Schattenklaue nehmen. Mit Rage Blade, Speed, Crit Damage, Attack. Erste Skill, Heal Block. Nicht Heal Block, sondern Attack Break. Sehr, sehr gut. Dann Angriffsbalkenreduktion und dann ein Brand. Also auch sehr, sehr geil für der Brand für mehr Damage. Und dann natürlich der Attack Break. Und Baelicker, ihr wisst, was Baelicker macht, muss ich euch, denke ich mal, nicht erzählen. So, die Frage der Fragen, schaffen die das jetzt trotzdem noch? Das könnte durchaus sein. Wir haben noch Damage, wir haben noch Heal Block. So, wie sieht es hier aus? Wir haben hier noch hier Block, aber Arnold landet nix. So. Oh ja, hier Block. Das könnte durchaus noch was werden hier. Ja. Solange die da drüben noch stehen bleiben, ist, denke ich mal, alles im Lot. Ja, das sieht, denke ich mal, noch gut aus. Also wenn es mal irgendwo hängt, dann sehr wahrscheinlich wegen RNG, weil die dann ihre Skills nicht dementsprechend einsetzen. Aber ich denke, das sollte eigentlich noch was werden. Theoretisch, die bleiben noch stehen. Wenn jetzt Crow noch seinen Skill macht. Heal. Cool. Ja, guck mal. Haben wir sogar noch geschafft. Ist mir mal ganz kurz das Herz in die Hosentasche gerutscht. Wollte ich einmal ein Review machen. Für Raid 5. Okay, dadurch, dass das mittlere Team ein bisschen down gegangen ist, hat es jetzt ein bisschen länger gedauert. Aber so what? So, wir sind stehen geblieben. Also bei Baelicker, genau, ihr wisst, was Baelicker macht. Und dann im dritten Team, da habe ich jetzt Ariel genommen.
mit Triple HP, weil der ist halt sehr, sehr geil für Raid. Falls du keinen Ariel hast, kannst du natürlich, falls du eine Annabelle hast, eine Annabelle nehmen. Oder wenn du eben eine Alternative brauchst, wenn du keinen Ariel hast, kannst du sehr, sehr geil Miang nehmen. Die habe ich auch mit dabei. Oder halt die zweite Wirkung von Rebecca, die halt ebenfalls glänzt. Deswegen glänzt ist hier sehr, sehr groß. Aber in dem Fall habe ich Ariel genommen, weil ich so viel mehr Cleanser gar nicht habe. Wie gesagt, Triple HP, Artefakte. Ich glaube, der ist der Einzige, der, glaube ich, alles gemaxt hat. Ja, sogar die Artefakte sind gemaxt, aber keine Skill-Ups. Dann Skogul mit Triple HP in der Frontline. Das Geile bei Skogul ist einfach, der macht halt Ignore Defense Damage. Weil der macht halt entsprechend seiner HP, seiner Max HP, macht der einfach Damage und das ist einfach Ignore Defense sozusagen. Und je mehr HP der hat, desto mehr Damage macht er. Und deswegen kann man den eigentlich super auch im Raid benutzen. Theoretisch, wenn du einen Dark Riesenkrieger hast, kannst du den auch benutzen. Der hat zusätzlich nochmal ein HP Lead, nochmal on top. Das heißt, sehr, sehr geil. Das sind halt an keine Konditionen gebunden. Der braucht halt einfach nur HP und macht halt einfach Damage. Mehr muss er nicht haben. Das ist halt ziemlich clean. Brandy ja nochmal als Damage Dealer. Attack, Crit Damage, Attack. Die macht halt auch nochmal entsprechend der Debuffs vom Gegner Damage. Wenn du keine Brandy hast, kannst du alternativ auf das Wasser-Kung-Fu-Girl ausweichen. Macht im Grunde dasselbe. Und dadurch, dass ich halt eben Brandia habe, habe ich eben Brandia genommen. Mir fällt gerade ein, falls du keine Ariel hast, kannst du auch Lisa stattdessen nehmen als Cleanser. Lisa ist die Feuer-Neostone-Agentin, beziehungsweise Feuer-Neostone-Agent. Kannst du auch super statt Ariel als Cleanser nehmen. Wie gesagt, Cleanser sind hier sehr, sehr groß. Deswegen auch Miang mit am Start. Speed, Attack, Attack. Sie hielt halt entsprechend der Angriffskraft. Der zweite Skill, der Stripped, ist hier einfach useless. Es geht halt einfach nur um diesen Heal-AOE, der die schädlichen Effekte um eine Runde verkürzt und Buffs um eine Runde verlängert. Deswegen habe ich Miang mit. Deswegen ist das auch so eine Art Cleanse. Und aus diesem Grund habe ich auch Rebecca mit. Speed HP, HP. Wegen dem Cleanse und Angriffsbalken Wiederherstellung pro entfernten schädlichen Effekt ist mega, mega cool. Und Arnold als Lead Defense. Natürlich könnte man jetzt sagen, du kannst doch auch Feng, beziehungsweise Xiang Fei als Lead nehmen. Könnte ich tun, ja. Hättest du nochmal 8% mehr Defense on top. Aber dadurch, dass ich jetzt hier Hua als Lead habe, um noch ein bisschen Crit Rate zu buffen, gerade für Crow und für ihn und sowas, macht sich das durchaus bemerkbar. Und was viele vielleicht nicht wissen, der Kollege hat eigentlich alles, mehr oder weniger, an Debuffs, was du im Raid haben willst. Du hast hier Heal-Block, du hast hier Attack-Break und du hast hier auch nochmal Heal-Block. Das heißt, du hast zwei Skills mit jeweils Heal-Block, du hast ein Skill mit Attack-Break und du hast den Leader-Skill. Speed HP HP, sehr, sehr geil. Hat vielleicht nicht jeder auf dem Schirm, dass Arnold eigentlich auch mitgenommen werden kann. Gerade wegen seinen Debuffs habe ich ihn mitgenommen. Mega, mega cool. Ansonsten, du hast auch viele verschiedene Ausweichmöglichkeiten. Nindias ist zum Beispiel ziemlich clean, wenn du keinen Darion hast. In Fedora, also der Wasser-Todesritter, ist ziemlich gut mit seinem Cleanse und Unbesiegbarkeit. Und aushalten und sowas. Also auch eine Fedora ist durchaus sehr, sehr gut. Eine Lisa ist gut hier im Raid. Und ja, wenn es halt mal nicht klappt, dann hat das einfach was mit RNG zu tun, weil die teilweise ihre Skills dann nicht an der entsprechenden Stelle raushauen. Ne, das kann natürlich schon mal passieren. Habt ihr vorhin gesehen, dieses mittlere Team hat sich ja vorhin verabschiedet und es ist dann links und rechts hängen geblieben. Aber die haben es dann trotzdem noch geschafft. Und was halt auch neben den Runen und den Artefakten durchaus sehr, sehr großen Punkt ausmacht, sind eure
Arena Tower. Also bei mir ist es halt so, dass meine Arena Tower soweit komplett auf Max sind. Das heißt, ich kann euch das ja sogar mal kurz zeigen. Das war einmal zu viel. Wenn ich jetzt hier in die Arena, in den Shop gehe. So, also die bin ich gerade am Upgraden, diese ganzen Heiligtümer. Aber ansonsten hier, mein Speed Tower ist Max, der Tower ist Max. Also Max Attack, Max Defense und Max HP. Die sind alle auf Max und das macht auch nochmal einen großen Unterschied aus. Nein, ich möchte keine Transmogs haben. Also das macht auch nochmal einen großen Unterschied und macht deutlich nochmal mehr aus, wenn eure Tower dementsprechend da gelevelt und wenn es im Optimalfall ist, sogar gemaxt sind. Kann ich euch nur empfehlen und wie gesagt, schaut, dass ihr eure Runen maxt. Schaut, dass ihr Artefakte drin habt in eurem Monster, die am besten auch noch maxen. Und ja, dann kommt es eben drauf an, wie konstelliert ihr ihr Team. Also ich kann euch sagen, pro Team ein Cleanser mindestens drin zu haben, ist schon eigentlich Pflicht. Weil wenn du keinen Cleanser drin hast, siehst du ein bisschen alt aus, weil da kann halt dann nicht deine Monster wieder hochheilen, die schädlichen Effekte entfernen und du bist halt irgendwie Dauerstun und sowas. Deswegen solltet ihr gucken, dass ihr viele Cleanser mit habt, viele Leute, die Debuffs machen. Also, na, ihr wollt, dass es hier oben so rot leuchtet wie hier. Und dann einen Crow und sowas, ein Wasser-Kung-Fu-Girl oder wie gesagt, Baelica auf jeden Fall ziemlich cool. Falls ihr halt nicht auf dieses Speed-Team geht, sondern halt eher so wie ich gerade, obwohl mit 1,56 ist es jetzt nicht ultra schnell, aber es ist jetzt auch nicht ultra langsam, dass ich jetzt irgendwie pro Run 4-5 Minuten brauche. Und ich habe trotzdem noch ein paar Free-to-Play bzw. Friendly-Units mit dabei. Lulu habe ich dabei, die eigentlich fast jeder hat. Ich habe Riley dabei, die eigentlich mittlerweile fast jeder fusioniert hat. Schattenklaue bzw. Ken haben, denke ich mal, die meisten. Baelica haben die meisten. Und ja, Xiangfei sollte man sich, denke ich mal, auch schon fusioniert haben. Also das linke Team hier ist eigentlich komplett Budget. So, du kannst in den Xiangfei fusionieren. Gut, Darion ist halt Luck oder Secret Dungeon, aber kann man theoretisch auch bekommen. Lulu ist Budget. Colleen sowieso. Hua, okay, da kann natürlich der eine oder andere Pech haben und keine Hua haben, aber du kannst irgendeinen anderen Damage-Dealer nehmen. Und Crow sollte eigentlich mittlerweile auch fast jeder haben. Das ist eigentlich auch komplett clean mit Bella, Ken, Lorraine, Fran, Riley und Baelica. Das eigentlich, kann man sich eigentlich auch komplett easy zusammenstellen. Nur hier ist das halt schon ein bisschen anders. Nicht jeder hat eine Brandia, nicht jeder hat einen Ariel und so. Wie gesagt, du kannst statt Ariel eine Lisa nehmen. Du kannst statt Brandia einen anderen Attacker nehmen. Bei Arnold ist halt auch so eine Sache. Der eine hat ihn, der andere hat ihn nicht. Wenn du keinen Arnold hast, kannst du auch einen anderen Heal-Blocker nehmen oder du nimmst halt einfach irgendeinen anderen Damager oder Cleanser mit rein. Und bei manchen ist es halt so, die haben eine andere Welt, die zum Beispiel ich nicht habe, aber das ist eigentlich eher so das Team, wo man sagen könnte, okay, das ist jetzt nicht so ganz komplett budget-friendly im Gegensatz zu den anderen. Aber es ist trotzdem machbar. Ne? Also man hat immer irgendwelche Auswahl- und Ausweichmöglichkeiten, wenn man die ein oder anderen Units, die ich jetzt hier in dem Beispiel habe, nicht hat. So. Aber wichtiger als zum Beispiel die Units sind halt einfach die Runen, die stimmen müssen. Die Stats, die stimmen müssen, gerade für Frontline und sowas. Du brauchst halt viel Defense in der Frontline. Und Runen und Tower und Stats und alles mögliche. Und ihr könnt auch gerade bei den Runen könnt ihr auch zum Beispiel sowas hier nehmen. Ne? Also solche, ich sag mal, Runensets, die euren kompletten Verbündeten irgendwas geben. So, sei es zum Beispiel Verbündeten Defense.
oder Kampfgeist, die euren Verbündeten nochmal Attack geben. Und dann gibt es auch noch Entschlossenheit, glaube ich. Die machen Verbündeten HP oder es gibt auch noch Verbündeten Resistance und sowas. Also das könnt ihr auch ganz gerne als Runensets hier mit in den Raid nehmen. Die geben auch sehr, sehr viel her. Wenn ihr da entsprechend gute Runen habt, könnt ihr statt einfach einem Wächter-Set, was einfach dem Monster plus 15% Defense gibt, stattdessen auch einen, wenn die Stats auch passen, einen entweder Entschlossenheits-Set geben oder ihr habt ein gutes Kampfgeist-Set, was dann nochmal AOE oder beziehungsweise die ATK von Verbündeten erhöht. Könnt ihr auf jeden Fall sehr, sehr gerne nehmen. Und solche Runensets zahlen sich eigentlich aus, weil das ja nicht nur auf einen Monster beschränkt ist, sondern Verbündeten. Ne? Also übergreifend. Das ist halt ziemlich, ziemlich clean. Und wenn ihr da gute Runen habt, zögert bitte nicht, die eure Monster mitzugeben. Gerade so ein Xiangfei profitiert eigentlich davon, wenn der halt auch solche Runen hat und auch allgemein solche Runen machen sich durchaus sehr, sehr gut bezahlt. Und ja, jetzt sind wir doch schon mittlerweile unter der 2-Minuten-Marke angekommen. Ich weiß gar nicht, wie viel der Kampf ist das jetzt. Okay, das ist jetzt Kampf 9. Mal gucken mal. Wir lassen mal die zwei Kämpfe hoffentlich, die jetzt noch erfolgreich werden, noch durchlaufen. Wir gucken noch mal so ein bisschen links und rechts hier rum. Aber ihr seht eigentlich, dass die eigentlich ihren soll erfüllen. So, wie gesagt, wenn es mal irgendwo habert und hängt, dann halt einfach, weil entweder irgendjemand gestunt war, der eigentlich hätte healen können, oder weil die einfach manchmal taub sind und einfach ihre Skills dementsprechend nicht einsetzen, was gerade angebracht gewesen wäre. Ich meine, ihr kennt das ja, die AI ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie immer so funktioniert, wie sie funktionieren soll, wie man das ganz gerne hätte. Aber gut, ich sag mal, wenn du trotzdem von 10 Runs 8 schaffst oder so und der 9. ist halt wegen RNG kacke, wie jetzt zum Beispiel gerade, dann ist das, denke ich mal, trotzdem in Ordnung. Und solange die links und rechts hier halt stehen, was hier halt auch gerade nicht so der Fall ist, das ist gerade wieder so ein RNG-Fall wahrscheinlich. Hat wieder irgendjemand seine Skills nicht eingesetzt, wie er es einsetzen konnte. Oder Resistance hat gerade nicht gekickt und sowas. Aber ich denke mal, das kommt mir gerade ganz gelegen, dass ich das Video dann vielleicht auch schon beenden kann, weil es sind doch schon über 20 Minuten, die ich hier rede. Also ich hoffe, ihr habt jetzt mitbekommen, auf was ihr achten müsst, wenn ihr ein Team oder wenn ihr eure Monster für Solo Raid 5 aufstellen wollt. Und wenn ihr Probleme habt, dann macht Solo Raid 4 und probiert einfach mal rum, welche Stages und welche Level könnt ihr im Raid schon mal solo farmen. Und wenn es bei Raid 5 nicht klappt und Raid 4 ging schon ein paar Versuche durch und dann ist auch wieder der dritte oder vierte Kampf ein Loss, dann schaut, dass ihr, oder was ihr an den Runen machen könnt, schaut, was ihr an euren Arena-Towern machen könnt, und dann solltet ihr das, denke ich mal, mit der Zeit auf jeden Fall stabiler laufen. Und wenn ihr dann merkt, okay, euer Team ist konstant, was Raid 4 angeht, und ihr kriegt mehr Siege rein und ihr kriegt es hin, durchgehend eigentlich Raid 4 solo zu farmen, alle 10 Runs sind jetzt ein Win, könnt ihr euch dann auch schon in die Raid 5 Schiene machen und dementsprechend dann dort weiter farmen. So, das war jetzt wieder schöne RNG-Bombe. So, hier gucken wir mal. Ja. Sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Guck mal. Und noch ein bisschen Mana on top. Ja. Wie gesagt, das war jetzt wahrscheinlich RNG. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem gefallen und weitergeholfen. Schreibt mir ganz gerne einen Kommentar, falls ihr noch irgendwas braucht. Aber ich denke, ich habe in der Zeit alles Wichtige erklärt und gesagt, worauf es drauf ankommt. Ansonsten schreibt mir ganz gerne Kommentar, falls ihr noch irgendwie welche Fragen dazu habt. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Lasst ganz gerne Kommentare und Bewertungen da. Und abonniert ganz gerne für mehr Summer Nostalgia Content. Würde mich sehr freuen. Und bitte nicht wundern, das Video wird jetzt heute noch kommen.
Und ab morgen bin ich dann erstmal bis Sonntag nicht da. Ich guck mal, dass ich noch irgendwie was dazwischen schieben kann. Ansonsten kommt dann gegen Sonntag oder dann nächsten Montag dann wieder ein Video. Mal schauen, wie ich es hinkriege. Vielen Dank fürs Zusehen an dieser Stelle erstmal. Wir sehen uns wie immer im nächsten Sound-Video. Ich wünsche euch was. Bis dahin, macht's gut und tschö.